Ich habe mir meinen Drucker jetzt doch schon eher bestellt, weil ich es nicht abwarten konnte. Und der ist gestern angekommen. Ich musste schon kurz reingucken, aber ich dachte mir dann so, ich packe den mit euch gemeinsam aus und richte den mit euch gemeinsam ein. Und wir schauen mal, wie meine ersten Prints laufen. Und ich bin ultra, ultra aufgeregt und ich freue mich schon. Ich bin gespannt, ob das alles gleich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder ob ich da ein paar Probleme am Anfang haben werde, aber wir werden das jetzt gleich gemeinsam sehen und ich bin ganz aufgeregt. Ich hatte den Drucker, glaube ich, Anfang letzter Woche bestellt. Dann hat es ewig gedauert, bis der Drucker versendet wurde. Und nach circa einer Woche wurde der dann endlich verschickt. Und eigentlich stand im Internet, dass der mindestens eine Woche braucht, um anzukommen. Und der kam jetzt einfach doch schon eher. Eigentlich wäre frühestens der Donnerstag, 17. November geplant gewesen, aber nee, warte, doch, nee, 18. November frühestens wäre geplant gewesen und der kam einfach gestern schon. Und deswegen habe ich gar nicht damit gerechnet und da war das nochmal eine größere Überraschung. Ich freue mich, ich freue mich einfach. So, hier haben wir jetzt den Drucker. Und wie ihr sehen könnt, habe ich den auch schon mal ausgepackt gestern, weil ich es nicht erwarten konnte. Aber ich zeige euch jetzt nochmal, was hier drin war. Zum einen haben wir hier Fotopapier zum Testen. Dann haben wir hier noch die Beschreibung und ein Installationskit, glaube ich. Und dann natürlich ein Stromkabel. Darf nicht fehlen. Dann nochmal Beschreibungen. Du kannst ja nie genug geben, auf verschiedenen Sprachen. Und dann gab es noch extra Druckerpatronen dazu. Ich habe aber schon welche nachbestellt, weil ich mir dachte, durch die Testdrucke brauche ich so viel Tinte. Deswegen lieber zu viel als zu wenig. Das sind insgesamt 6 Patronen. Das will nicht fokussieren. Jetzt so. Und nicht wundern, ich habe schon meine Weihnachtssocken an. Ich brauche natürlich auch einen Platz für den Drucker. Und dafür habe ich das kleine Tischchen da freigeräumt. Und da stelle ich den jetzt erstmal provisorisch hin, bis ich mir einen anderen Tisch besorgt habe. Und ja, dafür habe ich die ganzen Bilder darunter geräumt und muss das jetzt erstmal organisieren. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn der Drucker da steht. Also, wir zaubern jetzt mal und so sieht das gute Stück aus. Jetzt muss ich den nur noch installieren. Aber da das ziemlich langweilig wird, denke ich, für euch mache ich das alleine. Und ich habe mir den Canon PIXMA IP 8750 gekauft. Preis-Leistungs-Verhältnis mäßig war der recht günstig für einen Fotodrucker. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld man für so einen Drucker ausgeben kann. Aber ich habe mich für einen entschieden, der bei knapp 350 Euro momentan lag. Und einfach für den Einstieg muss der nicht das teuerste vom teuersten sein. Deswegen hoffe ich, dass ich zufrieden mit ihm sein werde. Und wir schauen uns gleich mal an, wie die Drucker aussehen werden. Und damit wir was zum Drucken haben, müssen wir natürlich erstmal ein Bild malen. Und da habe ich mich für einen Eisbär entschieden, auf dem ein kleiner Pinguin sitzt. Ich fand das total niedlich und ja, ich weiß, Pinguine und Waschbären leben eigentlich nicht zusammen, aber das ist ja gerade das Schöne, dass man beim Malen und Zeichnen sich das alles so machen kann, wie man möchte. Gemalt habe ich das Bild mit Gouache auf Aquarellpapier. Ich habe nämlich lange nicht mehr mit Gouache gemalt und deswegen hatte ich da sehr, sehr viel Lust drauf. Dieses Bild ist übrigens wieder in meinem Stream auf Twitch entstanden, also vergesst nicht, auch mal bei Twitch vorbeizuschauen und auf meinem Instagram. Ich blende euch die Namen hier jetzt nochmal ein. Übrigens wundert euch nicht, dass die Audioqualität in den anderen Videosequenzen ein bisschen schlechter ist, denn da habe ich ja mit meiner Kamera gefilmt und konnte deswegen nicht mit meinem Mikro den Ton aufnehmen, weil man mein Mikro leider nicht mit der Kamera verbinden kann. Ja, und wenn ich nicht am PC filme, dann ist das schwierig, das umzusetzen. Deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so toll wie in anderen Videos. Für solche Sachen muss ich mir dann demnächst mal noch ein mobiles Mikrofon zulegen.
nachdem ich jetzt 2 Tage lang mit dem Drucker herumexperimentiert habe und meine Prints nicht mal ansatzweise von den Farben an mein Originalbild herangekommen sind, habe ich es jetzt endlich geschafft, dass es fast genauso aussieht wie das Original. Und ich bin so happy. Ich habe insgesamt 6 Prints gebraucht. Ein Drittel von meinen Druckerpatronen ist jetzt schon wieder alle. Und ich muss immer noch Testprints machen, weil ich mich noch für ein Papier entscheiden muss. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich das wenigstens mit den Einstellungen so hinbekommen habe, dass die Farben stimmen. Und was war das Problem? Ich, Depp, so wie ich bin, lost, habe vergessen, das Farbmanagement des Druckers zu deaktivieren. Das bedeutet, dass dann die Farbeinstellungen, die ich vorher in Photoshop eingestellt habe, also nicht richtig wiedergegeben werden konnten, weil eben der Drucker auch selbst nochmal ein Farbmanagement und Farbkorrekturen vorgenommen hat. Und deswegen sah das immer so richtig, richtig komisch aus. Also entweder war es zu lila, zu blau, viel zu dunkel und ich zeige euch jetzt mal die Ergebnisse, die da rausgekommen sind und dann das Ergebnis, mit dem ich jetzt richtig zufrieden bin. Aber ich bin froh, dass ich das Problem lösen konnte. Ich war nämlich schon am Verzweifeln, wirklich, aber ich habe es geschafft. Jetzt brauche ich nur noch ein richtig schönes Papier. Einmal haben wir hier das Original, damit ihr seht, wo ich hin wollte. Als allererstes kam das hier raus, was völlig, wirklich richtig übersättigt ist. Und die Farbe ist auch viel, viel zu blau. Also gar nichts im Vergleich zu dem anderen, also zum Original. Dann habe ich nochmal einen Print gemacht und der war viel zu lila, also der hier. Also ihr seht, die beiden Ergebnisse sehen gar nicht aus wie das Original. Dann hier nochmal eins, das ist schon weniger lila, aber immer noch zu lila und außerdem waren dann hier so Striemen drin. Das war auch der Punkt, an dem der Drucker komplett angefangen hat zu streiken und gar nicht mehr drucken wollte. Das sieht man hier, also da hat er einfach bei den Rändern aufgehört gehabt. Und ich habe das Papier aber trotzdem nochmal für den Testprint dann verwendet, einfach weil ich es nicht verschwenden wollte. Danach bin ich auf die Idee gekommen, das Farbmanagement des Druckers zu aktivieren, einfach weil ich mich schlau gelesen habe im Internet und dann kam das hier raus. Aber ich glaube, ich habe auf die falsche Seite gedruckt und ich hätte eigentlich hier drauf drucken müssen. Deswegen sieht das jetzt so gelblich aus und weniger kontrastreich. Und danach habe ich nochmal so einen Print gemacht, aber auf einem Papier von Hahnemühle und zwar dem Photorec Satin und da sieht das Ganze schon viel, viel schöner aus. Und siehe da, es sieht fast genauso aus wie das Original. Hat ja auch nur 6 Prints gebraucht, wie das Ganze mal ansatzweise funktioniert hat. Das war jetzt mein Video zu meinem Drucker und wie ihr sehen könnt, ich habe das Problem zum Glück gelöst. Aber es hat eine ganze Weile gedauert und für Weihnachten werde ich wahrscheinlich trotzdem keine Prints anbieten können, weil ich mir noch einen Sample Pack bestellt hatte, wo so richtiges schönes Künstlerpapier drin sein soll, zum Drucken eben. Aber ich habe das bestellt und es wurde ewig nicht versandt und nach 5 Tagen wurde die Bestellung dann auf einmal storniert. Das heißt, ich musste den Pack jetzt nochmal neu bestellen und der kommt erst Ende der Woche an und dann muss ich mir natürlich erst noch ein Papier aussuchen aus diesem Pack. Und dann dieses Papier nochmal bestellen. Deswegen wird es knapp zu Weihnachten. Aber das Winterbild werde ich euch natürlich trotzdem anbieten, wenn es soweit ist. Bloß eben kein Weihnachtsprint. Aber dafür lasse ich mir dann für nächstes Jahr ein paar schöne Sachen für euch einfallen. Wir werden natürlich ein paar neue Bilder malen. Also ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt eher mehr ein Vlog war als krasses Video. Aber für das nächste Video habe ich schon was. Habe ich schon was? Für das nächste Video habe ich schon was bestellt. Wird es wieder ein kleines Testvideo geben. Ihr könnt ja mal raten, was hier drin ist. Es ist auf jeden Fall ein recht neues Produkt und ich bin ganz gespannt, das zu testen. Also seid gespannt aufs nächste Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich wie immer sehr darüber oder abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Eure Creativeness.